Klaus reicht das Brot. Sehr gut. Wenn er tagt. Wenn er tagt. Dann reicht uns das Brot. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Silvester und wir haben gerade gefrühstückt und Annabelle ist gerade mit Oma ein bisschen am Musik hören. Die ist nämlich noch ziemlich müde heute. Ich hoffe, dass sie heute Mittagsschlaf macht. Und ja, ich werde jetzt den Belag für die Pizzabrötchen machen. Dann gehen wir vielleicht noch kurz mit Hannah spazieren. Wissen wir aber noch nicht genau. Und ja, Annabelle möchte dann dekorieren und später soll es noch Stockbrot geben und unsere Feuerschale im Garten wird angemacht und ja, eigentlich ein relativ chilliger Tag. So auch das heutige Outfit. Ich bin total chillig in Jogginghosen und ja, habe auch vor, so zu bleiben. Deswegen ja, ganz entspannt, aber Programm für die Kinder. Und ich werde jetzt mal loslegen und alles klein schnibbeln, damit wir dann nochmal raus können. Unser Silvesterspaziergang an einem grauen, diesigen Tag. Ja. Wenigstens kannst du mich nicht verlieren. Ne? In dem Outfit. Glaubt mir, ich hab's versucht. Er hat's versucht. Ich hatte nicht dran gedacht, dass ich keine Jacke habe, die zu dieser Hose passt. Ist ja egal. Egal. Ich bin ja auf dem Land. Messi-Style. Na, Messi. Nicht der Fußballer. Messi, Messi-Style. Ja, ja, schon klar. Da. Ein bisschen blauer Himmel. In Unterfranken soll es heute übrigens trocken bleiben, im Gegensatz zu anderen Teilen in Bayern. Also wir hoffen das Beste. So. Ich komme. Geschafft. Am Gipfelkreuz. Ab nach Hause. Hoher Schall. Ist das deine erste Luftschlange? Der Blick ist begeistert, ne? Das war schön. Guck mal, Hanna hat auch eine Luftschlange. Ach, den hattest du gesucht, okay? Ja. Hier gibt es keine Füchse. Heb mal den Fuß ein bisschen. So. Boah. Ja, natürlich. Ich habe ja schon ganz viel gemacht, ne? Ich habe schon ganz viel gemacht. Ja, toll. Wie das klappt, ne? Annabelle, möchtest du ein bisschen... Was macht die Mama mit dem Apparat? Hm? Den wirst du noch kennenlernen. Ja, okay. Ja. Okay. Also ich denke mal längs, oder? Ich meine, sonst ist es ein bisschen kurz, oder? Und ja, oben an der so. Spitze, ne? Ja, ja. Okay. Jetzt müsste man nur wissen, ob es die richtige Dicke ist, ne? So, unser Stockbrot ist gerollt. Jawohl, einiges. Es wird reichen. Ich habe hier ein paar gemacht mit Zimt. Also wir haben welche mit Pizzagewürz gemacht, welche ohne. Und ein paar mit Zimt. Die habe ich hier rot gekennzeichnet, damit Annabelle das mal probieren kann, weil die liebt ja Zimt. Knaller und Raketen sind auch da. Wir sind versorgt. Die gute Glut. Die gute Glut. Jetzt bin ich andächtig. Muss reichen. Muss reichen? Ich bin schicker als du. Rot ist Zimt, das ist für Annabelle. Das dürft ihr auch probieren. Ich habe 5 oder so gemacht. Wir haben auch so einen schönen guten Hunger. Oh, wollen wir den Vögeln was geben? Was? Wir sind geräuchert. Ja. Wollen wir gleich? Okay. Ja, nein, du machst das alleine. Oh. Was machst du mit meinem Stockbrot? Guck mal, das sieht ja aus wie vorher. Guck mal. Das sieht ja aus wie vorher. Gabi hält es halt einfach nicht richtig. Ach so. Was soll denn das? Mit Pizzagewürz. Also ich habe Pizzagewürz. Super, und wie schmeckt das? Ja. Gut. Und es ist auch langsam... Oh, Entschuldigung. Ist auch durch. Der ist verbrannt, ne? Geht nicht. Ich mach mir jetzt noch meine Marshmallows. Jawohl. Und noch ein Glühwein. Wenn der Boden weiß ist. Ne? Also wer eine Wurst will, kann sich hier bedienen. So, das Outfit of the Evening ist sehr, sehr chillig. Was auch gut so ist, denn es ist jetzt schon total vollgeräuchert. Oh, danach kann alles in die Wäsche riechen wie Räucherfleisch. Das Wetter hält sich auch ganz gut. Ab und zu nieselt es aber nur ganz, ganz bisschen. Das macht nichts. Und ansonsten ist schön. Es ist kühl. Macht Spaß. Und einigermaßen trocken. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Oh, ich hatte gerade meinen ersten Glühwein.
seit einem Jahr. Ich weiß bei diesen Moonboots nie, wie rum die gehören. Nee, ich hatte gerade meinen ersten Glühwein seit einem Jahr. Oh, es geht, muss ich sagen. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Im ersten Moment habe ich gedacht, hüiuiui. Aber lecker, lecker, lecker. War gut. Kannst du den Marshmallow reingezogen? Na, das war lecker, ne? Oh, Beine fallen gleich runter, glaube ich. Oh. Shit. Da, im Alter fängt alles an zu hängen. Alles rein damit. Sollen wir den wegtun? Ich habe mein Handy nicht dabei, ich kann nur mit. Wir haben es gerade schon mit Feuerwerk versucht, aber Anna will es nicht, wenn es zu laut knallt. Wir müssen die Ohren zuhalten, beziehungsweise nur Kinderfeuerwerk. Das laute mag es dann nicht so gern, aber Hanna schläft im Kinderwagen wie Einstein gerade, auch wenn es geknallt hat. Aber bitte, hol doch mal. Komm, ich schnapp dir meine Kinder. Ja! Und das mit? Und zurück. Eins, zwei, tipp. Vorwärts. Tipp. Zwei, tipp. Und zurück. Eins, zwei, tipp. Ich möchte an der Stelle sagen, das habe ich ihr gerade beigebracht. Und jetzt fragt ihr euch, warum ich sie geheiratet habe, ne, wenn sie in den Hüftschwung noch nicht mal konnte. Ich kann nicht, ja. Romantische Lagerfeuermusik. Einmal wollte ich träumen sein. Ich auf der Ecke hier befreien. Aufbruch nah. Oh ja. Einen Aufbruch nah. Ich war schon mal New York, Mist. Oh, noch niemals in New York. Doch, waren wir. Ich war noch niemals auf Hawaii. Waren wir nicht. Komm ich auch mit der Freundin. Nein, sind wir nicht. Aber wenn, dann werden sie zerrissen. Ja, Schatz, das Conversation in a little more action. Aber die Sperrrips nach vorne. Mach die Beine so, die Knie anspitzen so. So. Also haben wir die alle so. Haben wir's? Jawohl. Mit den Grillen macht nichts ganz gut. Ja, hallo. Einmal, zwei. So. Eieiei. Martin grillt den ganzen Abend. Jo. Ist das mein Glas? Ja. Der gute Port. Gibt es denn Fleisch dazu? Wer noch Portwein möchte? Stilvoll auf der Silvester-Serviette. Pack alle. Ja. Und wenn wir alle sitzen, mache ich ein Foto. Klaus, setz dich. Komm, Eva. Baguette ist da. Komm, trau dich. Dankeschön. Hallo Maus. Bist du da? Hast du schön geschlafen draußen? Bist du ein Würstchen? Super. Mein Mann ist gerade mit Hanna oben im Bad und wäscht sie und ich denke, Annabelle ist auch gleich dran. Wir sind gerade noch mal draußen. Mein Mann kümmert sich heute ein bisschen mehr um die Kids, weil es halt meine Familie ist, die da ist, deswegen, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber jo, er wäscht sie gerade und ich denke, dann ist Annabelle dran und wir wollen unbedingt heute noch mal Dinner for One schauen. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Jetzt ist schon 20 Uhr, wir haben es bisher noch nicht gepackt, aber ich denke, einmal wird es gehen. So, und ich habe gerade noch neben dem Glühwein ein bisschen Portwein getrunken. Der ist zum Fleisch einfach super. Aber der geht ganz schön rein, deswegen nur ein Schluck, das reicht. Jetzt trinke ich mal ein bisschen Wasser und dann noch Glühwein, das ist okay. Nichts durcheinander. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich bin ja überhaupt kein Alkohol mehr gewohnt. Ich trinke ja fast gar keinen Alkohol mehr, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Und Rotwein ist hier so ein bisschen kritisch. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt nochmal raus. Klingt, als ob die Musik gerade gut wird, deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, nochmal raus. Nur die Glut. Bitte, geh rein.
Das war nix, hä? Dann so. Oh. 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 Nun, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ja komm, wir räumen einfach das, wir räumen schon mal drin auf. Holt die Luftschlange raus. Da kokelt die Luftschlange. Hallo Kinder! Denn der Ablauf dieses Dinner for One ist seit Jahren genau gleich. James wird immer wieder fragen, same procedure is lost here. Ruhe jetzt. Kann wieder sagen. Gleiche Prozedur im nächsten Jahr. In der Frühschmier. Ah, der schon wieder. Yes.
Sehr schön, jawohl. Applaus. Noch eine Abschluss. Nur einiges. Ja, meine Lieben, jetzt noch einmal in Ruhe ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und das hier ist die absolut ungeschminkte, frisch geduschte Wahrheit. Ich werde nämlich jetzt auch gleich ins Bett gehen. Ich glaube nämlich, unser jüngster Spross wird bald Hunger haben. Ich habe jetzt nur schnell Haare gewaschen, Wimpernserum drauf, Gesicht eingecremt und Schlafanzug an, inklusive Kuschelsocken. Denn selbst in den Moonboots habe ich jetzt gerade kalte Füße bekommen. Puh, es war richtig, richtig kalt. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute von euch und sage gute Nacht.